Ich sag's mal so, sie ist eine wirklich gute Freundin von mir. Aber was wir anfangen wollen, würde ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Aber trotzdem, sie sieht schon geil aus. Nein, Luca nicht mal nur körperlich, nicht mal nur körperlich. Ja, wohl. Sieht gut aus, aber nein. Also nicht, dass sie schon nachgegeben hätte. Hm. Warte, ich kann die 20 schicken. Was? Was? Ich kann die 30 schicken. Lien! Immer noch, mach Schluss. Oh, ist eine dumme Fotze. Wir haben's endlich gefunden. Denkst du an Lien? Ja. Es ist wahr. Marin, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation. Und dann von Lien Foto? Ja, Lien, schick mir auch mal Nummer. Ja, schick mir auch mal Nummer. Digga, nur, also, ey, nee, Leute. Ich schreib meiner Mutter jetzt, die soll ein Sternebewertung den Typen geben, wa? Die machen mir eine Trini-Pasta. Das ist, wisst ihr, was das ist? Nein. Trini-Pasta. Trini-Pasta. Nee, ist keine Trini Pizza. Das ist Lasagne mit verschiedenen Nudeln und verschiedenen Fleischsorten. Mit Nudeln? Also, die Betonung liegt auf Fleischsorten, nee. Digga. Weißt du, was die da reingeklatscht haben? Die haben zu Rindfleisch einfach Barsch reingehauen. Redest du gerade von Pizza oder von Angel? Ich hab gerade irgendwie Pizza im Kopf gehabt. Meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast davon gehört. Es schmeckt auch so, Junge. Rind mit Fisch. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Digga, was für Hurensöhne, wa? Wo ist Leon? Der wollte doch die ganze Sache, die ganze komm. Also Mama, da bitte nicht mehr bestellen. Die haben mir einfach in die Trini-Pasta Fisch reingeklatscht. Einfach reingespuckt. Reingeschissen. Ich geh mit dir. Fehlt doch etwas, einmal reinfurzen. Das traut sich meine Mutter nicht, weil die weiß, dass ich allergisch gegen Barsch bin. Auf die Chance gewartet, ich würde extra Barsch reinfurzen. Meine Hals schwillt gerade voll an, wa? Luca, denk dran! Denk daran, ich will an deiner Seite kämpfen. Leon, denk daran. Ich koche für dich. Überleg dir, wie du zu mir bist. Digga, mein Hals schwillt gerade so an, ne? Wir passen uns an. Nee, Digga. Ich muss kurz weg. Ich muss nämlich mein, Das stimmt wohl. Wie nennt man diese Spritze? Gegen... Ich auch. Nee, gegen Allergie. Leute, das Ding ist, ich hab heute mal Among Us gezockt. Das Ding ist, ich kann kein Englisch und die haben also auf Englisch gesprochen, also ich habe schon mitgekriegt, was sie gesagt haben. Wir haben nämlich gefragt, warum hast du nicht Report? Ich so, also ich hab das Spiel vorher noch nie gespielt, ich wusste nicht, dass man reporten kann da. Also wie das geht. Und ich hab nicht reagiert und dann hat jemand anderes reportet. Und dann haben sie gesagt, hey, Rot, warum hast du nicht reportet? Ich wollte den Grund dazu sagen, aber dann ist mir eingefallen, ich, nicht mal wenn ich wollte, konnte ich es machen. Ganz ehrlich, ich bin gewohnt, dass der zu kotzt. Warte mal kurz, gerade wirklich? Beeil dich, Kumpel! Luca stirb. Geht wieder. Luca, mach ein Audio! Mach Video! Geht nicht nach vorn. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fährst. Aber Luca, mal im Ernst. So schlecht geht dir doch gar nicht. Du kannst auch mal zur Schule kommen. Wirst du mir dabei helfen? Ich kotze wegen dem Essen nicht, weil wegen meiner Krankheit, Digga. Ich hab nur Verdacht auf Corona, chill mal. Nur. Diese Frau, mit der du reist. Hä? Mein Freund. Ein Freund von mir hat gerade ein Foto von dir gesehen. Das macht er gerade. Nee, Digga, ich hätte schon lange mit der Schluss gemacht. Erstens, das ist so typisch 13-jähriges Kiddie, Digga. Was mit jedem Typen, den es kennt, rumkuschelt, Digga, fast mit denen ins Bett geht. Echt so. Ich
Nico, ich streame übrigens jetzt schon. Goldene Flo, Momente. Übrigens, du darfst reden, wie du willst. Bei mir ist das so im Stream, die werden nicht gesperrt, egal, außer du sagst bestimmte Schimpfwörter, ne? Hör bitte auf. Rennt der NI frei herum? Schalt auf Automatik um. Drop the gas. Dum, 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 dum. Magie in die Möse. Ja, okay, das geht. Das geht. Luca, 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 Motorschaden. Mhm. Motorschaden. Motorschaden, einfach ekelhaft. Die habe ich das auch geschickt, ne, Lien? Ja, ekelhaft, Digga. Abstoßend, Digga. Du darfst das sagen. Oh. Es gibt nur bestimmte Wörter, die das N-Wort darfst du nicht sagen. Ganz ehrlich, Sachen über den lieben Herrn Adolf. Flo von Malik, ist das richtig, Flo? Erinnert mir jetzt nicht, ich habe die Abkürzung nicht genommen. Ich bin auch so ein hoher Flo, was hast du als Profilbild? Hast du das Profil mit irgendeinem Haus mit einem Planeten im Hintergrund? Hallo? Flo? Mama? Hallo Mama? Ey, du musst dir mal vorstellen, Nico, die ganzen 5 Stunden, die ich heute gestreamt hab, Digga, jetzt gerade, die ganzen 5 Stunden hat mir ein Typ zugeguckt, Digga. Ich feier den, wa? Ja, weiß. Dieser Klingelton, Mann. Dieser Klingelton, ich fühle den. Ja, Lien, du brauchst einen neuen Klingelton, zum Beispiel einen mit Feuer. Ja. Ah, Nico, übrigens, ich bin den schon am Machen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Ne? Hast du schon angefangen mit deinem Duty? Ja, ja, klar haben wir den angefangen. Wann das denn? Ihr wart doch am Wochenende an der Playstation. Was war am Wochenende an der Playstation? Glaubst du, ich top bei denen nicht? Ja. Definitiv zock ich bei dem. Während der die Musik, während der die Klingeltöne oder die seine Rap-Musik macht, zock ich bei dem. Motorschaden, wo die halbe Fleischtheke raushängt. Lien, sag, mach einfach wie ein Pflaster, sag einfach, du machst Schluss und gut ist. Ich besinne meine Täube. Was? Kennst du nicht? Dick mal, zack. Katja. Meine Schwester. Motorschaden. Was? Schick den mal bitte in die Gruppe, Digga. Ich will die Reaktion von den Spastis da alle wissen. Von was? Schick die mal bitte in die PS4-Gruppe. Hab das längst. Ernsthaft? Ja klar, schon längst. Darauf hat Lien, ich hab schon meine Sinne gefickt. Es ist einfach abartig, wa? Ich betäube meine Sinne. Hm. Oh fuck, ich glaube, ich krieg wieder Nasenbluten. Leon! Ah. Oh, hey Leon. Hey Leon, hast du mir heute die ganze Zeit zugeguckt auf YouTube? Bisschen und dann bin ich wieder raus und dann noch mal ein bisschen und bist du was also der die ganze Zeit raus und reingegangen ist wie so ein Hurensohn, okay. Nein, Lien, Lien, der ist gut. Was hat er gemacht? Wenn es im Chat langsam dirty wird, einfach so ein Typ mit 2 Kondomen über die Daumen, während er am Handy tippt. Noch mal. Guck mal auf der WhatsApp-Gruppe. gut.
Noch was, da Leon hat einen Sticker eingeschickt, wo so ein Schwarzer langsam verschwindet, so unsichtbar wird. Ich habe daraufhin geschrieben, die dunkle Seite der Menschheit muss ausradiert werden. Wie denn darauf, Luca? Du weißt schon, dass ich streame, ne? Und dass so ein No-Go ist. Oh, fuck. Das ist so eine Grauzone, Digga. War alles Spaß. Halleitime. Heidi nach links. Sehe ich nicht. Heidi! Heidi! Deine Welt sind die Berge. Berge. Heidi. Heidi. Komm noch mit zu uns. Ich bekomme einen Anfall. Wieso bekommst du einen Anfall? Gewinn! Der ist gut, ich weiß den. Hast du Spaß da drin? Leo auch! Oh, halt's Maul, Leo. Ja, hast du kann ich Warframe geholt? Wer? Du! Warframe ist kacke. Wollte ich noch machen. Warum? Du willst dieses Game nicht zocken, Digga. Warum? Schmutz. Weil es einfach schlecht gemacht ist. Luca, guckst du jetzt mal bitte in die WhatsApp-Gruppe? Nochmal natürlich. It's Negatu! Hallo! It's Pikachu! Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich der Yu-Gi-Oh! Sticker, den behalte ich, oder? Den hatte ich schon. In Russland fängt Pikachu dich. Deine Angst ist völlig unbegründet. Den habe ich auch schon gehabt. Den kenne ich. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du. Ey, ich finde den aber so gut mit dir. Warte, den schicke ich dir nochmal so privat. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Die neue Nummer, Lukas Q3. Ich wollte halt was fragen. Sie mögen mich. Ja, ich bin halt auf dieser App, weil Mama mir das Handy gegeben hat. Und ich sollte eigentlich Tom die Katze spielen. Und da bin ich halt hier drauf. Und die hat sich halt mit dem Papa im Zimmer. Ich verstehe nicht, was du sagst. Und die schreit jetzt die ganze Zeit. Fernsehen. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich auch nicht. Was? Was? Was ist das? Ich gebe euch gleich mal einen Kugel, Dieter. Wieso? Onkel Dieter, du weißt das Ding. Und wie macht man das? Du wurdest ausgenommen. Nee, total. Hör mal bitte. Ja, ich bin halt auf dieser App, weil Mama mir das Handy gegeben hat und ich sollte eigentlich Tom die Katze spielen. Und da bin ich halt hier drauf. Und die hat sich halt mit dem Papa im Zimmer eingeschlossen. Und die schreit jetzt die ganze Zeit. Die gucken Fernsehen. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Katze sich einkriegen, was? Ja, die schreit halt die ganze Zeit. Das ist diese Lavu-Seite. Da chattet der Typ mit einem kleinen Mädel. Nein, mein Getränk geht in meinen Magen rein. Hi. Was nächstes vielleicht? Was? Wieso? Also? Well? Bitte mach heuer! So, wir warten ja, alle. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Nicht heute. Gräber und Tempel mit Bezug. Puh, ich hab immer noch einen geschwollenen Hals, wa? Hals! Er war immer allein. Sogar als ich bei ihm war. Nico, du kannst jetzt pennen gehen, der Stream läuft. Nur dafür hat er. Watch it, Kinderficker! Bogano war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hat. Was jetzt schon wieder? Wenn auch nur für kurze Zeit. Ach, das hätte ich für Katze und Kinder. Ach ja, ich glaube, bei der Jungs. Ach, Leon! Flo, ich hab dir einen Sticker wanted, geschickt. Ja. Wanted Kinder, ja, der ist alles. Ach, Leon. Ey, da kommt ein Boot. Flo, ich hab dir ein paar Sticker geschickt. Absolut gelacht. Ah!
Ah, mein Ohr! Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Dein Niveau, mein Niveau. Der Wanted, Kinderficker. Du Loser. Mir Winner. Was ist das, ein kurzer Nerf oder was? Scheiße. Ich kann nicht mehr. Oh. Ah, übrigens, Nico. Das funktioniert, das ja. Du kannst mir übrigens lange zugucken. Ich zock die Story jetzt durch. Jetzt zock ich nur auf die Story. Danach mache ich noch Starte Reise Plus, wo du einen Inquisitor spielen kannst. Es kam ein neues Update bei Star Wars The Jedi Fallen Order. Du kannst jetzt als Inquisitor spielen und rotes Lichtschwert nehmen. Es gibt sogar einen, keine Ahnung, was du nennst, da kannst du einen Darth Maul Skin die ganze Zeit spielen. Das sieht auch geil aus. Aber nicht hier. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest. Nicht in Star Wars Jedi Fallen Order. Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Du kannst gegen Sith Lord, gegen Darth Vader kämpfen, das fand ich geil. Kleine Planänderung, wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das ist. Gehen wir mal eben auf Klo. Lien, bist du denn jetzt noch mit der Frau zusammen? Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Sag mir nicht, der telefoniert. Sekunde. Ich mach mich eben aufs Klo. Lien! Ja. Lien, du Spast! Weiß. Lass mich doch trotzdem antworten. Ja, dann pack halt nicht die Schnur, Digga. Bissit. Oh. Junge, wenn ein Mädchen ja eigentlich keinen Job hat. echt so. Hat Lisa voll gefeiert. Naja, eigentlich war ihr Reaktion. Ach ja, da war ja dieser absolut hässliche Anzug drin. Dieser hässlich pinke, ne? Hey, ich trag gerade pink. Ja, ja. Ja, besser als hier Tridipasta mit Fisch. Digga, welcher Hurensohn macht denn da Fisch rein, Digga? Mach das. Ein persönliches Hobby von mir. Das ist so. Digga, das ist einfach nur. Der wird schon am liebsten auf die Fresse hauen, wa? Da werde ich zum Tier. Ich wollte gerade sagen. Digga. Wie ein Waschbär. Ihr seid so behindert im Kopf. Bam. Also, bam, warte. Nein. Versteht ihr nicht, warum es kein Button gibt, wo alles in einem ist? Oder? Boah, Lien, hör auf rumzuspammen, sonst muss ich die wieder rausschmeißen. Lien, kannst du mal bitte mit mir reden? Wettervorhersage, vielleicht mal. Lien, jetzt nimm den Schwanz aus dem Mund. Ich kenn das. Was ist, willst du mich nicht mal spritzen? Home Alabama! Das ist Caillou, Alter. Dieser Blick von Caillou, wie er seine Mutter anguckt. Wettervorhersage gleich knallt. Was ist das denn? Lien! Hä? Ist das echtes Koks? Keine Ahnung. Was ist das? Auch irgendwas? Lien! Warte mal, ist das wirklich Drogen? Lol. Warum hat Lien von. Ihr dürft vielleicht Drogen? Der ist noch viel zu jung für Drogen. Ja, jetzt ernsthaft?
Jetzt mal deine eigene Mutter gefrontet. Ey, Digga. Wer ist... Ja, aber bei ihr gibt es nichts zu erben, wie es eigentlich ist. Ich hab doch nicht umgestellt. Alter, Lien, nein! Alter, wer ist Junge, das? Junge, Lien, ich schwör bei Gott, du redest die ganze Zeit nicht mit mir und jetzt redest du mit Nico. Was bist denn du für ein ehrenloser Hurensohn? Ey, Luca, hast du das Bild gesehen? Wer ist betrunken? Ja, hab ich. Wie, Flo, hab ich dir auch geschickt. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Nein, ich mein Gott. Und was ist mit der Wand? Ja, sehen wir nach. Was sind denn? Even Dragon Balls. Du was ist das denn? Das ist das Gewölbe, die nicht so gut. Redet mir, du Huren. Warte mal, hat Lien das geschrieben? Ah ne, Luca, ich wollte gerade sagen. Lien! Lien. Bist du jetzt noch mit der dummen Nuss zusammen? Bist du noch mit der Gesichtsgrätschen zusammen oder nicht? Du Gesichtsgrätschen. Zweck kommt mit 2 Jahren in das Zimmer seiner Schwester und du bist nichts, Gretchen. Warte mal, Liam. Hast du wirklich die Zigaretten falsch angezählt? Warte mal, er redet von betrunken sein, ich sehe im Hintergrund Sex on the Beach. Unten ein Hugo dahinter. Was ist das da vorne? Ein Zitronensaft oder was ist das? Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis. Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Flo, tust du mir einen Gefallen? Mach ich nicht mit trotzdem hören. Machst du bitte dein Mikrofonpegel ein bisschen leiser? Danke. Oh, yes. Yes, sir. Leiser, nicht lauter. So ist gut, ja. So ist perfekt. Lien! Das Imperium! Er ist betrunken. Ich schwör's dir, Digga. Lien ignoriert mich komplett. Lien! Meister, sollen wir kämpfen? Sie kommen! Ich bin gleich zu dir. Zu den Wäldern! Weitergehen! Aua. Passt auf euch auf! Ja? Oh. Oh nein! Sucht weiter! Sie können nicht weit sein! Die Bauer! Ist ein Krüppel und die Eltern namens Chantal und Jeremy! Boah, die Scheiße, Digga! Die ganze Familie hat mein Beileid! Digga, er muss nicht von uns gefickt werden, das Leben hat dich schon in den Arsch gefickt! Dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Oh.
Alter, kennt ihr, das war so ein Countdown-Trend von irgendwelchen, aus irgendeinem anderen Jahr. Da sah man so ein kleines Bild, oh, sieht cool aus, drückt du drauf. Ist ein richtig langgezogenes Bild, wo das irgendwas ekelhaft drauf ist. Früher hatte ich so ein Bild, da war so eine Justin Bieber-Karte drauf. So Lien, ich schwör bei Gott, wenn du jetzt nicht mit mir redest, war. Komm, so, ich dachte, alter Oma. Lien! Du und Lieferdingern, drückt man drauf. Was wird jetzt geschehen? Wieder seine 5 Minuten. Ich schwör bei Gott, wenn Lien jetzt nicht gleich antwortet, war. Er ist gerade am Saufen, wie erst. Juck mich nicht, ob der sich die Kante gibt oder seine Mutter am Picken ist, Digga. Er soll antworten. Hatte schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh. Wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Keine Ahnung, Digga. Mir scheint egal, ob er telefoniert mit seiner Mutter fickt oder sonst was macht, Digga. Er soll antworten. Gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft. Und du glaubst, ich lass dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Luca und Mitlu haben wir immer Schule. Habt ihr dich nicht trainiert? Was ist denn hier? Unterschiedlich. Was für Unterschied, die werden wohl selber Z-Spiel, Alter. Nein, bist du dumm? Wann die anfängt. Die fängt doch immer gleich an, die Ruhe und so. Nein. Doch, im Normalfall haben wir immer um dieselbe Uhr Z-Spiele. Nein. Boah, Digga, pack nicht ab, Luca. Ja, manchmal erste, zweite, drei. Digga, einen Tag hier vom Normalfall die Spiel, Alter. Im Normalfall? 7:50 Uhr. Hilfe, bitte! Okay, die nimmt mich mal absolut auf. Ja. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Boah, Lien, jetzt antworte doch mal, du dummes Stück Scheiße. Bleib bei den Jungen im Trailer. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht. Denk mal, wie meint die Mien. Was wird jetzt passieren? Alles okay. Weil theoretisch hat er nur 18:02 hat er nicht mehr gehört. Lien!
Naja, so ist man so. Das kann ich nicht machen. Kannst du dich fronten, aber das ist nicht so hart. In der Gruppe soll das auf jeden Fall schon. Sie benutzt immer diesen Kissen. No front, aber 12 Türen, die kannst du bestimmt die Trau-Leiste auf Hydraulik halten. Alter, die Trau-Leiste auf Hydraulik halten. Lien, ich... Leute immer mal wieder mitlocken. Er schreibt weiter, Junge. Entweder hat sie keinen Bock mehr zu diskutieren. Oder sie passt gleich komplett aus. So, boah. Hilf mir durchzukommen! Zieh mich zurück! Verdammt, zieh die Köpfe ein! So ekelhaft, das muss ich einfach lieber schütteln. Trefft ihn endlich! Habe ich nicht. Wir können ihn aber noch kriegen. Unsere Schützen sind am Boden. Versucht euch zu formieren. Gore ist dein Name? Komm schon, auf ihn! Jesus. Gore. Du kannst uns nicht alle bewegen. Was? So, die Antwort, was wir von den Nerven gemacht haben. Ich hau dir auf die Visage, bis ich zu Ende komme. Wohin bist du bloß verschwunden? Ich will mal noch hören. Was ist denn das Treffer da? Achso, die ist da. Digga, würde ich auch tun. Digga, der hätte ich geboxt. Die hat von mir eine Sitzung. Warum glaubst du eigentlich immer deine Probleme mit Schlagen? Nein, Digga. Ganz einfach, Digga. Wenn jemand zu mir sagt, du kannst das an deiner Mutter auslassen, Digga, die hat eine Sitzung. Wäre mir scheißegal, ob es ein Mädel ist. Du sagst mir gerade eindeutig gefühlt, Digga. Natürlich kommt es hier an. Hat sie gerade AHA gesagt? Sie hätten vorsichtiger sein sollen! Wollt ihr eine Chance?
Das. Ja, Liens Freundin ist eine Nutte. Warum? Dö, das war mein Ernst, Nico. Frag doch Flo. Nein, auch. Meiner war's auch. Flo wird dir dasselbe sagen, ist eine Nutte. Digga, ich will auch nicht wissen, was die ist, sondern worum es geht. Meine Fresse, Alter. Schöne Wut. Hallo Mama. Hat der, okay. Hat der Leo, ach nee, Lian, du bist nur ein Sohn, weißt du das? Ehren. Was? Wahrscheinlich. Kann er mitnehmen. Das war vollkommen nett, Digga. Alter, bah, ich kenn den. Nico, ich schick dir mal das Video und du sagst uns, was du davon hältst. Du musst dir vorstellen, das Mädchen ist Liens Freundin und der Typ ist mit der Ex von Lien zusammen. Süße Teens ab 18 erwarten euch. Oh mein Gott, ill. Nico, du und so. Und du musst dir vorstellen, wir sagen alle, das ist No-Go, was sie da macht. Was ihr durchgemacht habt. Also sie ist gerade mit dem Typen von Liens Ex gerade beisammen. Ich war arrogant und echt dämlich. Das Mädel ist Liens Freundin. Das Blonde aus Kotzerium. Das von dem Jungen jetzt gleich so ein bisschen um Antwort. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Bisschen jung, aber. Warte. Hey. Lian, wie alt ist sie? 13. Den Weg, den Triller verfolgt. Fuck. Was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler. Nee, jetzt ernsthaft, Nico. Würde das deine Freundin machen, wenn du eine hättest? Ich weiß ja nicht, ob du eine hast. Wir sind alle verantwortlich. Was macht sie da denn? Kuschelt sie gerade mit dem Typen, oder? Ja, ja, das ist doch kuscheln, oder? Na, weiß ich nicht. Da würde ich auch bei Angelina würde ich dasselbe machen. Ihr habt ja gehört, ich habe mal mit der geredet. So. Die lässt ja nicht auf sich eingehen. Nee, die lässt nicht. Nee, zu einer Festung. Dorthin bringen sie Bruder, was die Inquisitoren kommen ja. Von diesem Ort. Dort regiert Folter. Was? Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gesagt, sie hat gesagt, lass deine Wut an deiner Mutter aus oder so. Aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Evi, nee. Digga, das ist dasselbe Prinzip. Ey, Girls, ihr müsst uns Signale senden. Wir sind dumm. Wir checken sowas nicht. So ein kleines Grinsen. Mhm, was wir brauchen ist du, ich. Ficken. Ja! Okay! Kniet nieder. Ich hab Pfizer geguckt, Junge. Alter, doch mal. Weiß ich, wie mein Handy immer wieder weglegen und dann schickt immer wieder ein neues. Ja, hast du denn gesehen? Nico. Würde das deine Freundin sein? Würdest du das okay heißen? Gemäß dem Recht des Rates. Nach dem Willen der Macht. Naja, dadurch, dass es halt der Freund einer Ex-Freundin ist, finde ich persönlich schon schlimm nicht, aber störend schon irgendwie, weil ja. Er halt der Freund meiner Ex-Freundin ist. Nicht mal das, und dann schickt der Lian, dass der Ex-Freundin von sich... Was ich an dem ganzen Zeug unnötig finde, ist dieser ganze Stress danach. Es ist... Also ganz ehrlich, es würde mich stören, aber ganz ehrlich, ich würde einfach mal, sagt einfach,
Leute, lass gut sein, fertig, es ist passiert, lass es einfach. Was für ist es? Ja, Nico. Wir, nein, genau ich, deswegen nein, wirst du noch betrogen. Nein, nein, es ist Papier. Luca, nein, Luca, ich weiß nicht, was ich meine. Ich meine, wenn das jetzt, sag mal, meine Freundin wäre, würde ich einfach ganz einfach sagen, also ich will mit dir darüber reden und ja, dann klären wir es halt schnell und fertig, aber die macht ein richtig unnötiges Ding daraus. Wir oder die? Die. Ach so, okay, ich dachte, du meinst wir. Nein, das ganze, dieses ganze Thema, das ganze, dass wir das so lang ziehen und so unnötig. Es ist, die reden da schlimmer als sonst. Also klar, okay, wenn Nico, macht es nicht geht mal, ja nicht darum, dass sie das gemacht hat. Es geht darum, dass sie nicht einsieht, dass es falsch ist und an Lien. Das meine ich doch gerade. Ja genau. So und dass sie dann auch noch an Lien rumnörgelt, dass er das Date seiner Ex-Freundin schickt, die mit diesem Jungen zusammen ist. Und dann meint sie zu Lien so, das geht deiner Ex-Freundin nichts an, Digga. Das ist ihr Freund. Natürlich geht ihr das auch was an. Ich weiß, was du meinst. Außer ich vergesse sie zu schneiden. Sehr beruhigend. Oh nein. Erzähl. Dann schreib mal bitte, was. Das ist nicht gut. Oh. Für diese Verteidigung hier werden unsere Übungen. Ich kann nicht. Was schwebt dir vor? Digga, was für? Das war nicht mal eine Umarmung, Digga. Was? Nein, Digga. Was war denn? Handschütteln! Halt, Moment mal. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Telefonierst du wieder? Hol ihn wieder rein, bitte. Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Echt? Flo, wir müssen uns mal treffen. Der ist 18, Schimmer, du Hurensohn. Du bist ein alter Sack. Nein, Lien hat gesagt, du bist ein alter Sack. Hast du was gegen Star Wars Pumpen, du Dreckswichser? Ich hab heute noch die ganze Kollektion von Lego Star Wars. Was dagegen? Gehen wir, Kumpel. Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann. Du suchst das Holocaust. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Tu mal bitte Flo wieder rein. Und Flo? Mach dir keine Sorgen, ich hol es und dann was. Es ist soweit. Ehrenmann. Also ganz ehrlich, weil die so frech war, hätte ich schon lang Schluss gemacht. Dabei ist Liens Entscheidung. Ja, weil es wahr ist. Meiner Meinung nach sollte er Schluss machen. Aber Lien muss immer noch selber entscheiden, ob er Schluss machen will oder nicht. Was macht ihr? Ich zock Star Wars, wieso? Jetzt gleich kommt der Kampf gegen Darth Vader, Digga. Mir geht gleich einer ab. Wer bleibt mit mir wach? Wer soll netter werden?
Wer soll netter werden? Digga. Was geht gerade ab? Digga, die Frau will da auf die Schnauze. Ich lass nicht zu, dass du mich eliminierst. Weißt du, sie sagt, es war keine Umarmung und du sollst. Nee, Digga. Schicke dir jetzt die Koordinaten. Das ist zu viel für meinen Kopf, Digga. Ich stumm euch mal kurz alle. Also, Leon, ich erklär's dir mal. Ich schick dir ein Video und da du eine Freundin hast, verstehst du das wahrscheinlich. Du musst dir vorstellen, das Mädel ist Leons Freundin. Leons. Warte, ich muss kurz Leon, da. Du musst überlegen, das Video ist Leons Freundin und der Typ ist der Freund von Liens Ex. Und Lien hat sich halt drüber aufgeregt und gesagt, dass er das nicht möchte. Und sie sieht es nicht ein und sagt, das war nicht mal eine Umarmung und es war kein Kuscheln. Und sagt halt Split, dass er komplett überreagiert und das, und Lien hat das halt seiner Ex geschickt, also der Freund von dem Typen. Warte kurz. Und Lien hat das halt der Freundin von dem Typen geschickt. Und dann hat sich seine Freundin darüber aufgeregt, dass er das ihr geschickt hat und hat dazu gesagt, dass es dem Mädchen doch nichts angeht. Was in ihrer Story ist, Digga. Obwohl das ihr Freund hat. Der Typ ist ihr Freund, Digga. Und die sieht nicht ein, dass das falsch ist. Und Leon, was würdest du dann, wenn das deine Freundin wäre, würdest du auch so reagieren? Der gehört von mir. Oh, jetzt läuft er weg. Warte kurz. Ich mache jetzt gleich kurz Pause. So, jetzt nochmal. Hallo? Ja. Wie hat der Film jetzt nochmal drauf reagiert? Lien hat gesagt, dass er das nicht richtig findet, dass sie der Typ die so umarmt. Und daraufhin hat sie gesagt, dass, also Lien hat nicht gesagt umarmt, sondern so mit ihr kuschelt. Daraufhin hat sie gesagt, das ist kein Kuscheln. Dann hat Lien halt noch so geschrieben, ja, Entschuldigung, war nur Hand geben. Und daraufhin hat Lien das der Ex-Freundin von sich geschickt, die mit diesem Typen jetzt zusammen ist. Das Ding hier braucht Strom. Und da meint, ist seine Freundin sauer auf ihn gewesen, weil Lien das diesem Mädel geschickt hat. Sieht gut aus. Und hat gesagt, dass es doch diesem Mädchen nichts angeht, was da passiert ist. Und darauf haben wir alle gesagt, natürlich gibt dem Mädchen das an, weil das ist ihr Freund.
Weißt du, wie ich meine? Ja. Hi. Also, ja, ich gebe ihn rechts, Alter. Den hat echt gut. Also, der ist sogar noch ruhig geblieben, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ja, und dann hat Lien hat Flo dazu geholt, weil Flo wollte ihr dann nett erklären, warum wir Jungs uns so ein bisschen aufregen. Und dann legt sie so auf und kackt Lien noch dafür an, dass Flo es ihr nett erklären wollte, weißt du? Alter, was ist das für eine? Okay. So, ich entstürme jetzt die Jungs wieder. So, ich hab euch wieder entstimmt. Ich hab nämlich kurz Leon erklärt, worum es geht. Unsere Festungsbereiche sind deaktiviert. Ach, komm schon, bitte nicht. Und schwimm zum Festungskern. Ein tollkühner Plan. Wir treffen uns drin. Viel Glück. Okay, gehen wir, BD. Also, wie ich höre, hast du wieder nicht darauf Unterricht terrorisiert. Wenn ich meine Meinung äußere, ist das kein terroristischer Akt. So wie du Gesichtsgulasch. Dieser Teil ist scheiße. Der Runde schwimmen, bitte. Wann? Oft hier. Weißt du, was du schreiben musst? Bitte tu mir Gefallen und schreib ja. Bitte mach mit Lien einfach nur Schluss. Lien, ist das okay, wenn wir ihr das schreiben? Warte. Ja, okay, gut. Opernreif. Ey, das wäre ein gutes Stück, wa? Ich würde dafür 10 Euro ausgeben und würde die Frau die ganze Zeit wegbeleidigen. So in der Oper. Psst! Schnauze, du Nutte! Digga, ich muss gerade husten und da kam noch ein Stück Fisch wieder hoch. Stehst du drauf, wa? Ja! Du mir mal, BD? Du armer Gesichtsgulasch. Du klein, du Gesichtsgulasch, ich kacke immer noch ab. Scheiße. Ja, bitte! Ihr Mädchen geht immer zu so einem Pistol.
Leon, hast du gehört? Schon wieder los. Leon, ja. Du hast ja den Chat gelesen, den Flo wie ins Freundin geschickt hat, ne? Ja, den Text, ja. Weißt du was, daraufhin hat Lian noch geschrieben, BD. Bitte mach einfach mit, was für Lian, daraufhin hat Flo noch geschrieben, bitte mach einfach mit Lian Schluss. Und daraufhin hat sie geschrieben, kannst dich nicht um deine eigenen Sachen kümmern. Und Flo daraufhin, ihr Mädchen geht auch zusammen pissen, denn dann kann ich auch mit dir zusammen mit Lian Schluss machen. Erlebe die Stärke. Ja, das geht leider nicht. Oder so aus jeder Klasse sind zwei Leute gegen fünf. Ich toll, was man so findet. Alle auf der Toilette. Lian, schreibt die dir überhaupt? Wertlos. Gut so. Jedi gefangen. Bist du denn noch mit der zusammen jetzt oder nicht? Vorstellen? BD. Feigling! Kreuzhepper! Immer gut!
Welche Straße war das? Ich bin ja ungefähr in der Nähe davon. Hey, Kumpel! Ungefähr... Sagen wir mal. Was dachte Diana? Also auf der Härtengrader Straße und den der kleinen Gasse so gesagt. Geh einfach mal auf Maps. Haben die? Ist da so ein Pool im Garten? Ah, okay. Es war beeindruckend. Wie fühlt ihr euch? Sorg dich nicht um mich, wir haben eine Aufgabe. Wer schreibt das? Aber es tut gut, diesen Ort zu zerstören. Hier hielten sie uns gefangen. Ich wünschte nur, wir könnten noch jemanden retten. Tut mir leid, dass wir herkommen mussten. Mir auch, aber... Diana, das war wirklich nicht an dich gerichtet. Das war an die Freundin von Lian gerichtet. Gehen wir weiter. Ja. Diana, glaubt mal immer, dass er an sie... Spur von Thriller? Nein, noch nicht. Das Holocron wird in der Verhörkammer aufbewahrt. Das ist der sicherste Ort in der ganzen Festung. Ich öffne den Weg zum Holocron. Geh zum Holocron. Ich lenke die Verstärkung ab und stoße dann zu dir. Ja, ich lebe noch. Die ist Russin. Wo? Die ist Russin. Könnte ein Turbolift sein. Damit kommen wir hier raus. Ha! Marvin, ihr regt euch über die unwichtigsten Sachen. Ja, aber das ist ja nicht mal so unnötig, sich darüber aufzuregen, Digga. Wieso mein... Alter, Marvin! Ganz ehrlich, wäre das mein Schatz, Digga, als mein Schatz wäre Single. Hab ich noch nie gesehen. Leute? Für das Imperium. Aus der alten Nebenklasse von mir, den kennt Nico auch. Ey Leon! Ja? Ach du, falls du meinen Stream später siehst, ne? Da, du weißt, ich würd niemals mit deiner Freundin anfangen, aber die ist nun mal geil. Nee, Digga. Leon weiß, dass deine Freundin geil ist. Ja, ist ja auch meine. Ja. Ich hab ne Freundin, Digga. Deine pack ich nicht an. Warte mal, du spielst ja gerade die Telefonen, oder? Ich guck gleich, ich ihn schnell finde. Nun war ganz am Anfang. Oh, Digga, jetzt kommt die Stelle gleich mit Darth Vader, Digga. Mir geht deine ab. Ah, Star Wars.
Wer ist das? Ach, das sind Inquisitoren. Wir hatten jetzt verlassen. Nico. Na, so nicht. Leide so wie ich. Wie er so sagt, deine Olds ist echt unkreativ, die überlegt ja immer noch. Die Frau lasert mich. Noch ein Stück. Genieße die Todesqual. Jetzt bitte. Heimlich. Luca, du bist leicht am Arsch. Wieso? Ah. Ich hab jetzt gesehen, dass du dich geheilt hast. Die kleine Fotze war. Komm doch! Gezielt. Digga, die nimmt mich absolut hops. Man schreit doch jetzt mal! So, jetzt reicht's. Jetzt war ich auch doppelt. Du sagst, der Part mit der Freda ist Krebs? Digga, dann, du musst gleich mal Darth Vader sehen, Digga. Ich schwör's dir, Digga. Dann denkst du dir auch nur so, Digga, das ist ja absolut Krebs. Die ist zwar schon krass, aber Darth Vader, Digga, der ist absolut. Ich hab jetzt ne. Ich hab jetzt. Leon, ich hab jetzt ne Taktik. Das ändert überhaupt nichts. Was? Digga, die nimmt mich so hops. Guck dir das an. Ja, ich bin dead, Digga, die hat mich. Warte, ey. Ja, die hat mich. Egal, von vorne. Ich weiß jetzt, wie ich die ficken kann, Digga. Ich halte mich jetzt auf Abstand und laser die mit meinem Lichtschwert, was ich werfe. Da, Flo PS4. Janik! Piss mir. Ich geh erstmal kacken. Ich liebe es. Wir hätten nach aller Platz, kann ich dir jetzt mal kacken. So viel Angst. Ja, jetzt gerade geht's. Leide so wie ich. Das ändert überhaupt nichts. Jetzt krieg ich lieber. Triller,
hast sehr viel durchgemacht und musstest großes Leid erfahren. Es ist nicht zu spät aufzuhören. Jetzt fick ich die mal. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. Ich wusste, dass du zurückkommst. Kein Danke. Du wirst niemals nicht von mir wegkommen. So geil war. Boah, Digga, die fängt jetzt mit dem Mist an. Oh nein! Bam! 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 Du kannst nicht entkommen. Digga, nicht mehr. Hierüber. Noch ein Schiff. Kann ich jetzt mich mal heilen, bitte? Danke. Nein! Wieso erwischt die mich auch immer? Stimmt, BD. Du kannst nicht gewinnen. Ich hab doch schon gewonnen, bitte. Ich hab dich jetzt gleich dead. Schatze, die Mistau. Guckst du mir noch zu, Leon? Ja, ich hab's gesehen. Gut. Ich hab das Holocron. Du auch noch, Flo? Guckst du mir zu? Ich muss das tun. Dann guck mal jetzt schnell. Jetzt kommt da Vader, Digga. Der nimmt mich absolut hops, wa? Es ist vorbei, Triller. Nichts ist jemals wirklich vorbei. Der Kampf ist beendet. Ich sag dir so, wie es ist. Dunkelheit in dir, sie frisst dich auf. Ich hab noch nie so einen starken Gegner. Sie weiter nähren oder bekämpfen. Es ist zu spät, sie. Nicht wundern, dass ihr jetzt gerade nicht den Stream weiter verfolgen könnt. Ich such grad einen So, jetzt geht's weiter. Jetzt müsst ihr mal Darth Vader beobachten, Digga. Ich hab noch nie so einen starken Gegner gehabt. Meine Entscheidungen, die all deine geraubt haben. Ich hab dich im Stich gelassen, Triller. Ich bin schuld. Wenn Darth Vader jetzt gleich kommt, Digga. Tschüss. Das tut mir unendlich leid. Wie? Ja, weil da gerade irgendwie eine Nachricht kam. Ach so, ja. Guck jetzt. Jetzt kommt der Vader, Digga. Er nimmt die absolut hops. Uns so, alle. Ich hab dich so sehr gehasst. Boah, Digga. Absolut Gänsehaut gerade. Der. Guck mal, wie der uns jetzt hops nimmt, wa? Ihr müsst euch das mal geben. Ihr habt versagt, Inquisitorin. Recht uns! Guck mal, wir sind zu zweit und verlieren gegen den. Digga, der fickt uns absolut, wa? Guck mal jetzt, ich hab selbst keine Chance gegen den. Ja. Oh,
Ich mach Macht! Und der Block dann weg, als wäre das nix! Guck jetzt! Du kannst nicht entkommen! What? Guck mal! Guck mal jetzt! Als wäre das Gebäude ein Niemand, Digga! Guck mal, wie der... Digga, als wäre das... Ja! Komm, Kobole! Los, los! Run, Digga, run! Digga, ich... Dann weißt du, was ich mitbekommen habe. Run, Digga, run! Als wäre das nix, wa? Ich wüsste hier. Und gleich kommt der Vader nochmal. Gleich holt er mich ein, Digga. Ich wurde noch nie so Hopf genommen, Digga. Ist auch gut. Vielleicht macht sie da mal Schluss. Digga, die würde ich nie mal ficken, wenn es die letzte Person auf Erden mehr war. Ach ja, Knöpfchen drücken! Knöpfchen drücken, das verkickte Knöpfchen! Drück! Drück! Hau drauf, Junge! Mach's kaputt! Öffne die Tür hier zu! Doch, im Moment kann ich das, der kommt jetzt gerade nicht. Ich schaff's schon. Vier. Definitiv hört man meine Stimme. Kleiner, hörst du mich? Jetzt gleich siehst du ihn wieder da. Ich bin ganz sicher. Kranke Scheiße, wa? Der fickt mich jetzt gleich nochmal, Digga. Also was heißt mich? Der fickt diese Schwatte da. Jetzt guck, ich mach die Tür jetzt auf und dann. What? Hä, was hätte ich denn drücken sollen? Null. Oh, ich hab verkackt, Digga. Ich hab falschen Knopf gedrückt. Ich hätte nicht Kreis drücken sollen. Ich weiß ja, in diesem Game war es Darth Vader der Stärkste. Minecraft, was denn in Minecraft? Nee. Kreativ vielleicht später. Jetzt müssen noch die Story. Digga, ich drück mehr Kreis als Controller überhaupt hat. Digga, der fickt mich trotzdem. Mann, ich weiß nicht, Darth Vader ist krank. Und ich spiele das gleich in Dings, im härtesten Modus. Gerade oder? Nee, gerade ist Story-Modus, Digga. Auf extremst leicht. Brudi, ich bin auf die leichteste Stufe, die es gibt. Soll ich das gleich mal auf komplett schwer spielen? Ich bin mal im Weg von Hitze. Jo, meiner läuft rückwärts, man kennt ihn. Gib's ihm! Feiner Roboter! Guck mal, als wär's nix!
das Holocron. Das gebe ich euch nie. Abwarten. Digga, der ist absolut stark, wa? Ihr werdet die Kinder nie bekommen. Digga, er nimmt uns Pops as fuck, Junge. So viel Hass. Aus dir wäre eine exzellente Inquisitorin geworden. Sie ist stärker als das. Ich hoffe, du guckst mir noch zu, Leon. Ja. Stark mit der dunklen Seite. Ich kann sie verspüren. Digga, der Vader ist so krank, wa? Ihr habt doch eine Wahl. Du hast ja den stärksten Typen, den ich in diesem Game kenne. Das fand ich halt auch cool an diesem Game, weißt du? In den meisten Games wurde Darth Vader so richtig klein gehalten, weil der nicht zu krass wurde, weil die dachten, komm, du musst ja eine Chance gegen den haben, Digga. Aber hier haben die sich gedacht, komm, du sollst gar keine Chance gegen den haben. Der ist der Auserwählte, Digga. Klatschen wir den richtig krass. Damit man ihn checkt, der ist der Auserwählte, Digga. Kleiner! Kerl! Kerl! Sir! Dir geht's gut. Ihr geht's gut. Ja. Du auch. Geschafft, Kleiner. Okay, ciao, ne? Wirklich. Geschafft! Pass bloß auf, Kerl! Ich weiß, es gibt keinen stärkeren als der Vader hier. Oh, warte! Halt, Moment! Das Lustige war, beim ersten Mal habe ich die Kraft von dem voll unterschätzt, war. Ich dachte so, easy peasy, den fixe ich. Ich drück so ganz langsam so Kreis. Das warst du im Wasser. Kreis, Digga. Und er hat mich jedes Mal gefickt, bis ich gecheckt habe, ich muss Kreis drücken, ja, wie der letzte Hurensohn. Danke. Ey Flo, willst du mal einen lustigen Film gucken? Hey. Guck dir auf Disney Plus 10 Dinge, die ich an dir hasse an. Ich geb dir mal eine kleine. Ich geb dir jetzt gleich mal eine kleine Stelle. Das ist ein Film mit Heath Ledger. Ihr Vertrag wurde erfüllt. Ah, oh, schade, Digga. Du musst dir mal geben, was Heath Ledger, du kennst den Schauspieler, ne? Also, wenn sie nichts ausmacht, hab ich mir gedacht. Guck mal, was der im Film sagt. Bleibe und warte jetzt. Jetzt. Wer hat deine Schwester angebumst? Die Schwester trägt so einen Gummibauch, damit die, der Vater ist so ein Psycho, der dann so sagt, leg den Gummibauch an, damit die so weiß, wie es ist, schwanger zu sein, Digga. Und da kommt so Heath Ledger. Wer hat deine Schwester angebumst? Ihr nächstes Ziel bringen. Außerdem sieht der Kleine. Ich schwör's dir, mein Lieblingsfilm. Einer meiner Lieblingsfilme, die ich je gesehen habe. Was ist damit? Es hilft uns, den Orden der Jedi wieder aufzubauen. Digga, das geht gar nicht, wa? Die nächste Generation der Jedi. Das Imperium wird sie jagen. Genauso wie sie uns jagen. Das Leben aller Kinder auf dieser Liste wird für alle Zeit verändert werden. Das, was er jetzt macht, ist größter Ehrenmann-Move, wa? Aber nicht durch uns. Der will nicht, dass die Kinder durch irgendwen in Gefahr gebracht werden und zerstört das Holocron. Ehrenmann war. Ihr Schicksal sollte der Macht anvertraut werden.
Und wohin jetzt? Und die Story ist zu Ende. Ich hab Jedi Fallen Order durchgezockt. Cool. Freut mich, wa? Ah. Direkt mal überspringen, weil ich ja schon weiß, wer das alles created hat. Ich habe mir das ja mal angeguckt. Ich bin so ganz hart, aber guck, Leon, für dich, ich habe da gezockt. Hier Story Modus. Eingehender Schaden ist sehr gering. Guck mal, wenn ich Großmeister spiele, Digga, ich werd gefickt. Ich spiele jetzt mal Story Plus, wo ich auch als Sith Lord spielen kann. Was heißt Sith Lord? Als Inquisitor. Ah, Flo, machst du nochmal Vietnana platzen können an? Ich hab Bock drauf. So Leute, das war's auch mit dem Dings-Stream, wie heißt das? Star Wars Jedi Fallen Order. Ich gehe jetzt mit dem lieben Flo Minecraft